Ja, und somit ein herzliches Hallo dazu, Mass Effect 2 mit John Shepard. Wir sind auf unserer neuen Normandy, die SR2, und im heutigen Part, Minimum wahrscheinlich, werden wir sich mal das Schiff in aller Ruhe anschauen. So viel einmal dazu, also eher weniger Action. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Ah, okay. Das ist das Kampfinformationszentrum. Hier erhält die Crew die Daten der Sensoren und koordiniert die Gefechtsstation und die Maßnahmen bei Beschädigungen. Die Normandy wird zwar von der Brücke aus gesteuert, aber während des Kampfes ist der Befehlsstand des leitenden Offiziers das KIZ. Okay, dann wird das heute vielleicht eine Folge, wo wir zum Schluss vielleicht sogar den einen oder anderen wichtigen Codex-Eintrag sich vielleicht mal anhören werden. Vielleicht vom Unbekannten zum Beispiel. Dass man da an Bord, Commander. Ein Hallöchen! Chambers! Yo, man! Wo ist das so, das war? Ich würde aber sagen, wir haben einen Plan und fangen einfach ganz vorne an bei... Und ich kann Gott sei Dank hier laufen. Wir können hier das untersuchen. Moment. Gelehrt da. Schalten Sie 15 neue Mass Effect. Was? Ah, Computertechnik. Codec aktualisiert. Okay, alles klar. Die Technik brauchen wir uns aber nicht so genau anschauen. So, hier werden wir dann wieder, immer wieder das Schiff verlassen können. Wir sind aber, glaube ich, im Raum unterwegs. Ja, sind wir. Und ich habe auch schon eine Idee, welche Mission wir als erster machen. Habe ich einfach Bock drauf. Wir werden aber schauen, ob wir das am Ende des Wartes noch... Druckverlust im Wasserstofftank Nummer 4. Abschalten, Edi. Ob wir das auch so machen werden? Ja, Shepard? Okay, ja gut, was ist das für ein Raum? Egal, fragen wir mal. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich? Wir wissen es zwar, aber... Das ist die Brücke, wo der Navigator unsere ULG-Vektoren berechnet und der Steuermann das Schiff manövriert. Ich sitze übrigens direkt hier. Vielen Dank. Jo. Ich möchte mehr über die Leute erfahren, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Großteil dieser Daten ist geheim. Haben Sie eine spezifische Frage? Ach du meine Güte. Was für Ressourcen stehen Cerberus zur Verfügung? Geld, Personal, Anlagen? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Okay. Blockiert? Wie meinen Sie das? Ich werde zwar weniger kontrolliert als andere VIs, unterliege aber trotzdem Verhaltensblockaden und der physischen Isolierung meiner Hardware. In diesem Fall unterbinden die Geheimhaltungsstufen von Cerberus meine ordnungsgemäße Beantwortung Ihrer Frage. Das ist fast klar. Struktur? Wie ist Cerberus organisiert? Abgesehen vom Unbekannten scheint es keine richtige Befehlskette zu geben. Cerberus ist in aufgabenorientierte Zellen organisiert. Jeder operiert völlig isoliert. Mitglieder einer Zelle können niemanden aus einer anderen Zelle identifizieren. Die Mitglieder jeder Zelle werden von einem einzigen Agenten befehligt. Wir sind die Lazarus-Zelle und unterstehen Agentin Lawson. Alles klar. Wie konnte Cerberus das modernste Kriegsschiff der Allianzflotte nachbauen, ohne dass jemand davon erfahren hat? Die Antwort auf diese Frage ist blockiert. Okay. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Wie kommen Sie mit Joker zurecht? Mr. Moreau traut mir nicht. Es stört ihn, dass ich auf den Computern seines Schiffes installiert wurde. Stimmt, weil die letzte Normandy bestens funktionierte, auch ohne dass eine VI mich auf offenstehende Luftschleusen aufmerksam gemacht hat. Warum heißen Sie Edi? Edi bedeutet eigentlich EDI und ist eine Abkürzung für erweiterte Defensivintelligenz. Na dann hallo, EDI. Wo sind Sie? Mein Intelligenzkern befindet sich in einer Quanten-Blue-Box hinter der Krankenstation. Was ist Ihre Aufgabe an Bord des Schiffes? Ich bediene die Elektronik und die Cyberkrieganlagen des Schiffs im Kampf. Meine Reaktionszeit ist erheblich kürzer als die jedes organischen Wesens. Ich sammle die Berichte der Überwachungsanlage an Bord des Schiffs für den Unbekannten. Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Cyberkrieg meint sowas wie Viren, oder? Im unmittelbaren Kampf Schiff gegen Schiff kann ich manchmal die Firewalls des feindlichen internen drahtlosen Netzwerks außer Gefecht setzen. Sobald ich die Kontrolle über das System habe, kann ich Schwerkraft oder Luft abschalten. Ich kann Waffenlenksysteme oder Schilde deaktivieren. Oder ich kann in Ihrer Reaktoranlage eine Kernschmelze auslösen.
Und zur Verteidigung bediene ich die Störer, Tarnvorrichtungen und internen Firewalls der Normandy. Cool. Das klingt überaus hilfreich. Warum gibt es so jemanden nicht auf jedem Kriegsschiff? Organisches Personal kann nicht schnell genug auf Veränderungen der Lage reagieren und ist auch nicht zu dem nötigen Multitasking fähig. Diese Funktion kann nur eine künstliche Intelligenz erfüllen. Unglücklicherweise misstraut man uns. Könnte was damit zu tun haben, dass eine VI beinahe die gesamte Zivilisation der Galaxie vernichtet hätte? Nur so ein Gedanke. Der Unbekannte hat eine Überwachungsanlage an Bord? Er hat einen Großteil der Ressourcen von Cerberus in die Planung und den Bau dieses Schiffes investiert. Er hat ein Interesse daran, ständig über unsere Fortschritte informiert zu sein. Zugriffsbeschränkte Funktionen, zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Ein Teil meiner Datenbanken ist versiegelt und ein Teil meiner Hardware ist offline. Ich vermute, dass ich nach Eintreten bestimmter noch unbekannter Umstände Zugriff auf diese Funktionen erhalte. Okay. Das genug mit IDI ich gesprochen. Sie melden mich ab. Okay, Joker. Ist das zu fassen, Commander? Es ist mein Baby und sogar besser als neu. Passt mir wie angegossen. Und sogar Ledersitze. Das Militär mag ja den Standard der Hardware vorgeben, aber auf einer Fregatte der ersten Generation war die Atmungsaktivität der Sitze kein Thema. Im zivilen Sektor hingegen gilt, Design dient auch der Bequemlichkeit. Es ist keine hundertprozentige Nachbildung, Mr. Moreau. Es wurden ganz unauffällig Verbesserungen vorgenommen. Und genau das ist der Haken. Ich mochte die Normandy, wie sie war. Schön und ruhig. Und jetzt ist da dieses Ding, über das ich gar nicht reden will. Es ist, als hätte das Schiff Krebs. Gut, besser wäre es jetzt rein theoretisch vom Reden her gewesen, wenn wir erst mit Joker und dann mit der IDI gesprochen hätten. Jetzt immer so sieht, aber gut. Nicht so dramatisch. Weiß man ja vorher nicht. Das Schiff nur eine Gebiet, wir vertrauen ihnen vorerst. Genießen Sie es, Joker. Wenn wir hier schon festsitzen, können wir uns von denen auch verwöhnen lassen. Genau. Verletzt das die Uniformbestimmung, wenn ich mir das auf ein Crewhemd schreibe? Das ist die beste Wahl aus der Abteilung. Sie haben keine Wahl, die mir je begegnet ist. Technisch gesehen ist das ein ziviles Schiff. Ich sollte mich vermutlich glücklich schätzen, dass Sie immer noch Hosen tragen. Also das hebe ich mir für die Kameraüberwachung in der Freizeit auf. Eine VI, die mich rund um die Uhr beobachtet. Idioten. Cool, so, das haben wir mal erledigt. So, was haben wir hier noch? Irgendwas am Start? Zum Schluss werde ich dann hier mit ihr quatschen. Und die Missionen schreiben wir auch dann zum Schluss an, wenn wir dann, bevor wir dann eben Schluss starten. Frau Chambers. Yo man, Joe man. ja. Was haben wir hier? Tech-Labor, ja, da werden wir wahrscheinlich... Wir brauchen einen Wissenschaftler, ja, um das technische Labor zu benutzen. Den werden wir auch demnächst holen. Ah, da haben wir noch eine Waffenkammer. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Sehr geil. Jacob, mit dem können wir auch kurz plaudern. Da geht's da hinten noch raus. Okay, schauen wir mal hier rein kurz. Achso. Gut, das ist ja nur zum Anschauen, oder? Ich kann ja da eh nichts machen. Habe ich jetzt automatisch immer alle mit, oder wie, oder? Ja, keine Ahnung. Gut, da kann ich... Oder kann ich erst dann Verbesserungen machen, wenn ich welche habe? Da habe ich nicht irgendeine Verbesserung. Ich habe doch eine Verbesserung, aber da ist alles ausgegraut. Da kann ich nichts machen, okay. Memoranda, Schätzchen, auch nicht. Gut, werden wir vielleicht noch mitbekommen. So, und drehen wir hier mal eine Runde. Ah, so eine hätte ich auch. Ich hätte gern so eine MG. Ich glaube, beim Dreierteil, hab noch mal dieses gesagt, kann man, glaube ich, eh mit allen spielen in jeder Klasse. Schade, so eine MG wäre schon ganz geil auch. Aber gut. Haben wir halt diesmal nicht am Start. Oh, geile Aussicht hier. Ist das der Antriebskern, mehr oder weniger? Boah, cool. Das will ich aber jetzt einmal ohne und mit Grafikding sehen. Okay. Ein bisschen mehr Nebel. Jacob. Yo. Commander. Yes. Ich hatte noch keine Zeit, mich umzusehen und den Bestand aufzunehmen. Mhm. Ich möchte sagen, dass die Arbeit mit Ihnen eine große Chance ist, etwas von Bedeutung zu tun. Es ist ein Privileg, auf der Normandy zu dienen, Commander. Sie waren nicht meine Wahl. Das nicht, aber...
Vielleicht reden sie anders, wenn wir so enden wie die ursprüngliche Normandy. Mag sein. Solange der Unbekannte seinen Worten Taten folgen lässt, und sie auch, werde ich alles dafür tun, dass wir Erfolg haben. Das war auch bisher die Bedingung für meine Mitarbeit. Ich habe Probleme mit so manchen Operationen von Cerberus in der Vergangenheit. Was hat Cerberus getan, das sie nervös macht? Viel. Sie wurden Terroristen genannt und das mit gutem Grund. Eine kontroversere Vergangenheit lässt sich kaum finden. Aber wenn die Bedrohung durch die Kollektoren real ist und wir etwas dagegen unternehmen, wird Cerberus künftig in einem anderen Licht erscheinen. Oder wir kommen alle vor Gericht und werden exekutiert. Wenn man so lange darüber nachdenkt wie ich, stellt man fest, dass man auf niemanden zählen kann. Ja. Ich schätze ihre Ehrlichkeit oder schön, dass sie an Bord sind. Eigentlich schätze ich ihre Ehrlichkeit. Es tut gut, mal eine klare Ansage zu hören. Wir scheinen vom gleichen Schlag zu sein. Das ehrt mich mehr als Sie, Commander. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Jawohl, ich sollte hier wieder. Hier, live. Zwei Vorbilder. Ich weiß nicht, ob das obere oder mehr Vorbild bekommen haben, aber hätten. Aber wie gesagt, ich sag das oder ich kreuzel das an, was ich einfach auch persönlich denke. So. Wow. Besprechungsraum. Okay. EDI. EDI. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Das ist der ULG-Kommunikationsraum. Zusätzlich zur Einbindung ins ULG-Kommunikationsnetzwerk ist die Normandy mit einem Quantenverknüpfungskommunikator zum Büro des Unbekannten ausgestattet. Dadurch ist verzögerungsfreie Kommunikation auch außerhalb des COM-Rasters möglich. Quanten was? Ich habe noch nie was von einem Quantenverknüpfungskommunikator gehört. Wie funktioniert sowas? Im Grunde werden zwei subatomare Partikel miteinander verknüpft. Eines ist hier installiert, das andere im Büro des Unbekannten. Wenn ein Partikel einen bestimmten Quantenzustand annimmt, hat sein verknüpfter Partner immer den genau entgegengesetzten Status, unabhängig von der Distanz zwischen beiden. Wenn wir den Status unseres Partikels ändern, ändert sich auch der Status des Partikels beim Unbekannten. Wir können dadurch Daten in Form von Quantenbits senden. Okay, klingt praktisch. Warum gibt's sowas nicht überall? Jedes Quantenpaar kostet ungefähr so viel wie ein COM-Portal und es kann immer nur ein Quantenbit gleichzeitig übertragen werden. Neben den Kosten und dem Bandbreitenproblem verbindet das System immer nur zwei feste Teilnehmer. Um 100 verschiedene Welten zu kontaktieren, müssten wir 100 verknüpfte Paare herstellen und pro Welt ein Partikel installieren. Okay. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Sie melden mich ab, hier das Schiffchen. So, passt. Hätten wir auch erledigt. Perfekt. Und wir schalten dann nach der Zeit natürlich immer wieder hier das Tech-Labor. Da brauchen wir einen Tech. Ein Tech-Crew-Mitglied, dass wir das freischalten natürlich. So, Yo-Jay. Ja, ist mal sympathisch. Ihm mag ich mehr wie den vom Einserteil, den Kirilenko, der wieder geheißen, den Russen. So, ab mal in den Elevator, in unser Lift. Und hier sehen wir das neue Menü. Rechts sehen wir dann, welche Teammitglieder wer wo ist. Miranda haben wir hier auf der Ebene. Aber als erstes würde ich sagen, werden wir mal in unser Quartier schauen, dass wir da, was wir da für einen das geht aber schnell. Da war schnell um den Lift. Ja, wahrscheinlich von meinem Computer aus gesehen. Hat er schnell geladen. So. Hier das erste Mal das Büro des, also das, die Kajüte des Captains. Finde ich sehr geil. Hier auch, dass hier nach unten die Stufen gehen zum Bettchen. So, schaut mal den Radio ein. Ganz entspannt, oder? Hätte ich gesagt. Was haben wir noch am Start? Kennst du mehr Disco? Ich lasse mal das Entspannte. Falls noch mal dieses andere hören will, der steht auch so auf der Musik. Ich weiß nicht, ob ich da fällig jetzt, aber ich finde die eigentlich ganz entspannt hier drinnen. So, Ausrüstung können wir noch mal nachschauen, aber da haben wir eigentlich eh alles gesehen. Nur ob wir jetzt hier an Bord vielleicht irgendein anderes Outfit nehmen. Das hier, Allianz, das passt ja nicht so wirklich. Blau vielleicht. Da
das wäre das offizielle Ding hier. Die brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Das passt jetzt auch nicht extra. Moment, wie schaut denn das aus? Ja, gut. Haben wir gesehen? Ob die Musik nicht zu laut jetzt? So, das haben wir alles gesehen. So. Ich drehe mal die Musik sich jetzt aber ab und falls man jetzt nichts gehört hat, weil es eventuell zu laut war, mir war es jetzt relativ laut im Kopfhörer. Ja, dann sorry, wenn nicht, stelle ich das nochmal ein fürs nächste Mal. Aber wir haben mal gehört, was für Musik das so gibt. So, da haben wir noch was gehabt. So, ein Mini-Cut bei mir. Reden wir mal mit Idi, aber die Musik können wir eigentlich aufdrehen. Ich war kurz draußen, haben wir es angehört, das funktioniert. Was auch im... Oder diese Musik. Ich glaube, die ist geil. So, Idi. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist das Quartier des kommandierenden Offiziers. Es ist größer als die Quartiere anderer Kriegsschiffe, auf denen ich Dienst getan habe. Das ist ein Schiff von Cerberus, kein Allianzkriegsschiff. Die Unterbringung folgt persönlichen Vorlieben. Der Raum liegt direkt unter der äußeren Druckhülle. Die Werftarbeiter nannten ihn das Loft. Das Loft, okay. Was jetzt? Achso. Kurz hängen geblieben. Privates Terminal öffnen. Okay. Teamstatus. Warum sind die eigentlich hell und die dunkel? Also die... Aber wahrscheinlich die vier können wir uns jetzt schon... das sind die draußen im Dossier wahrscheinlich. Die können wir sich jetzt schon holen und die sind noch nicht freigegeben. Ja, was soll ich da nicht mehr drin haben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sollen es nicht mit den DLCs 12 sein? Da muss ich jetzt... Dann auch noch den Matthias fragen, glaube ich. Das ist der Warlord. Archangel. Der Professor, okay. Updates. Upgrade verbessern. Ja, okay, das ist nur die Info. Ungelesene Nachrichten. Nachricht von Anderson, Ratsherr Anderson, falls Gerüchte wahr sein sollten und sie wirklich am Leben sind, muss ich sie bitten, zu einem Gespräch auf die Zitadelle zu kommen. Ja, das machen wir doch auf jeden Fall. In den letzten zwei Jahren hat sich viel verändert. Durch sie habe ich einen Ratssitz und es ist nur angebracht, dass sie selbst zu all dem Stellung nehmen, was wir gehört haben. Alles gelesen markiert. Machen wir natürlich. Achso, Archiv, ungelesen, Archiv, das habe ich auch gecheckt. Ausbildungsvideos brauchen wir nicht. Oh, da haben wir auch das Bild von Liara, geil. Okay. Retten Sie Ihre Crew vor dem möchten Angriff. Okay, das sind die Achievements. Sehr gut, und was ich weiß, können wir sich hier bei den verschiedensten Händlern Fische für unser Aquarium kaufen. Und das werde ich auch machen. Es gibt, ich habe bei den einen oder anderen gesehen, der also auch den Shepherd of Böse spielt, der hat gesagt, der braucht das nicht, aber okay, ja. Wenn er nicht will, muss er ja nicht. Aber ich finde, das gehört auch dazu, auch zum Spiel. Aber gut, wenn mich die Fische nicht interessieren und so, ja, seine Sache. Gut, dann geht's weiter im Lift.
Mannschaftsquartier. Da fliegen wir noch hin. Das machen wir jetzt in der Folge hoffentlich noch fertig. So, Backbord. Beobachtung. Kommen wir nicht rein. Der Zugang zur Lebenserhaltung ist beschränkt. Ja, ich bin aber der Captain Commander. Auf wen ist das beschränkt? Sensationell. Herren der Leute. Duschen auch, okay, sehr gut. So, was haben wir noch am Start? Mannschaftsquartiere. Das Steuerbord-Beobachtungsdeck ist geschlossen, bis es gebraucht wird. Ja, aber ich bin der Captain, ich will es aufspüren. Aber geht nicht, okay. Was haben wir hier? Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Sorry. Die ist ja süß. Wie alt? Ein Jahr nächsten Monat. Oh, Sie werden Ihren ersten Geburtstag verpassen. Naja, ich reden, das wäre ich ja nicht Familie hier. Lebt in New Camden. Oh, die Kolonie liegt am Rande des Grenzgebiets. Sie könnte Ziel eines Angriffs der Kollektoren werden, oder? Genau. Es ist entscheidend, dass sie ihren ersten Geburtstag feiern kann. Deshalb bin ich hier. Okay, irgendwer wird da wohl erinnern auch dann, schätze ich mal, von der Crew wohnen oder wie auch immer. So, bei der alten Normative war eigentlich da links hinten das Quartier des Captains. Wer haben wir da? Oh, Mirandas Büro, sehr geil. Sein, tut mir leid, Prinzessin. Filet Mignon und Kaviar kommen gleich. Ich muss nur erst die Zierdeckchen holen. Das wäre überaus freundlich, Mr. Gardner. Mr. Gardner? Commander Shepard, der Held der Citadel. Sie waren an diesem Tag der Stolz der Menschheit. Ich bin der Sergeant Rupert Gardner. Was kann ich für Sie tun? Puh. Das interessiert mich eigentlich nicht, hier die Aufgaben erkocht. Nebenmission? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich komme zurecht. Aber haben Sie je versucht, mit Militärvorräten was Anständiges zu kochen? Ich bin gut, aber Wunder kann ich nicht vollbringen. Die Kollektoren zu besiegen dürfte ziemlich hart werden. Die Crew verdient was Ordentliches zu essen, bevor sie sich in die Hölle stürzt. Ja, wie kann ich helfen? Was brauchen Sie? Wenn ich ein paar gute Zutaten hätte? Ach, Scheiße. Sie haben was Besseres zu tun, als auf der Citadel Gemüse einzukaufen. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Geben Sie mir die Liste. Wenn ich dorthin komme, halte ich Ausschau danach. Besten Dank. Das meiste auf dieser Liste ist vermutlich Standard für die Muttersöhnchen auf der Citadel. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Nope. Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Besondere Zutaten kaufen. Machen wir. So, haben wir hier noch Hauptgefechtsstand. Okay. Können wir da was machen? Ein Gunnery Officer hat Zugang zur Gefechtszentrale. Ja, genau. Und ich nicht, oder wie? So ein Scherz, oder? Ich darf in keinen Raum von meinem Schiff rennen. Naja. So, bevor wir zu Miranda gehen, schauen wir hier noch rein zum Doktor. Dr. Chakwas, die kennen wir noch. Commander Shepard, ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Schön, Sie zu sehen. Warum sind Sie hier? Schön, Sie zu sehen. Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen, Frau Doktor. Geht mir genauso. Ich wünschte, es wären mehr von der ursprünglichen Crew hier. Ein Trauma, wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert, aber Sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard. Frau Doktor, Sie waren jahrelang bei der Allianz. Warum gerade jetzt wechseln? Nach dem Verlust der Normandy erhielten die Überlebenden der Crew neue Posten. Ich wurde auf der Militärkrankenstation auf dem Mars stationiert. Mhm. Ein respektabler Posten, aber eben nicht auf einem Raumschiff. Ja, irgendwie, glaube ich, wird das eine bisschen längere Folge, oder? Das Militärleben in einer Kolonie ist wohl nichts für Sie. Ich habe den Großteil meines Lebens auf Kriegsschiffen verbracht, ohne zu wissen, was die nächste Mission wohl mit sich bringt. Ich bin gewöhnt an das Brummen der Triebwerke, das Ächzen der Schotten
den leichten Schwindel, bevor die Beschleunigungsdämpfer sich zuschalten. Das Leben auf Planeten ist statisch und langweilig. Sie sind nicht der Cerberus-Typ, Frau Doktor. Ich arbeite nicht für Cerberus. Ich arbeite für Sie. Bei einer Mission, die entscheidend für das Überleben der Menschheit sein kann. Ich vertraue darauf, dass Ihre Verbindung zu Cerberus ethisch einwandfrei ist. Ich vertraue Ihnen, Commander. Danke. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es von dieser Mission keine Rückkehr gibt. Sind Sie darauf vorbereitet? Ich habe die Rückeroberung von Shang-Chi überstanden, den Skyllianischen Angriff, wir haben die Schlacht um die Citadel und die Zerstörung der Normandy gemeinsam überlebt. Mein Leben war erfüllt. Ich bereue nichts. Ich möchte dafür sorgen, dass die Crew dieselbe Chance bekommt. Alles klar, brauchen Sie was? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandy. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Ich besorge Ihnen eine. Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Ich mag's trotzdem, Frau Doktor. Ich besorge Ihnen eine Flasche. Brandy finden. Erstmal irgendein Geschäft finden. Machen wir. VI-Kern. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Jupp. Da brauchen wir da auch erst irgendwem. Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Die Krankenstation. Ausgestattet für kurzfristige Notfallversorgung. Bei schweren Verwundungen müssen Patienten zu einer voll ausgestatteten medizinischen Einrichtung gebracht werden. Okay, Freunde. Ich würde aber trotzdem sagen, sonst wird es zu lang. Machen wir hier mal Schluss. Und in der nächsten Folge starten wir mal hier zu Miranda rein. Ich darf mich somit recht herzlich bedanken. Ich und John sagen danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.